Alle nach einer Methode, der sogenannten Pose-Methode. Ein Laufstil, den ein russischer Sportwissenschaftler vor fast 30 Jahren entwickelt hat. Pose-Methode, das heißt Laufen mit der Schwerkraft. Also so nach vorne gebeugt irgendwie? Warte mal ab. In jedem Fall sagen Experten, diese Technik beuge sogar Sportverletzungen vor. Im südbadischen Mülheim kann man Pose jetzt erlernen. Christoph Gehring hat sich den eigenwilligen Läufern an die Fersen geheftet. Haile Gebrselassie, in Sydney Olympiasieger über 10.000 Meter. Er läuft schon lange nach der Pose-Methode. Sein Geheimnis: Springen mit dem Vorderfuß. Auch die Freizeitsportler im südbadischen Mülheim trainieren nach der Pose-Methode. Diese ungewohnte Technik muss Schritt für Schritt gelernt werden. Vor dem Laufen wird erstmal das lautlose Aufsetzen des Fußes geübt. Es gibt drei Prinzipien. Erstens mal die Laufhaltung, die wir üben. Auch wo der Fuß aufkommt, nämlich unterhalb des Körperschwerpunktes, und dass wir uns nach vorne fallen lassen. Das sind die drei wichtigen Punkte, die wir hier jetzt auch in den Technikübungen vorbereiten. Ungewöhnlich, aber effektiv. Rennen mit einem Gummiseil. Das Ziel der Übungen: den Fuß schnell vom Boden wegziehen. Auch das Hüpfen ist nicht nur zum Spaß. Dieses Training ist Kopfarbeit. Also das Seil erschwert erstmal unsere Hauptbewegung, die wir jetzt einüben. Mit dieser Erschwerung bekommen wir eine wesentlich bessere Bahnung der Bewegung, die dann ohne Seil, wenn wir dann später üben, wesentlich leichter ausgeführt wird. Wir können uns das besser merken. Wir lernen schneller dadurch. Die Pose-Methode nutzt die physikalischen Gesetze. Kurze Schritte, wenig Armarbeit und leicht nach vorne lehnen. Laufen mit Hilfe der Schwerkraft. Und es kommt nicht wie üblich auf spezielles und teures Schuhwerk an. Ich sage immer, die herkömmliche Lauftechnik ist erst möglich geworden durch entsprechende Dämpfung. Sonst hält es unser Bewegungsapparat auf die Dauer nicht aus. Wir mit unserer Technik nehmen einfach diese Belastung vom Bewegungsapparat. Wir dämpfen uns selber mit den Beinen. Und dafür brauchen wir auch keine Dämpfung dann auf den Schuhen. Das Laufen nach der Pose-Methode ist natürlich und gesünder. Nicht nur Spitzensportler wie Haile Gebrselassie wissen das schon lange. Ganz egal, welchen Laufstil Sie bevorzugen, wichtig ist, dass Sie laufen und dass es Spaß macht.